Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Das letzte Mal sind wir hier am Lagerfeuer stehen geblieben und wollten den Spuren folgen. Nicht den Spinnen, sondern den Spuren, mein lieber Ron. Was gibt's denn hier oben? Gibt's hier oben irgendwas? Ja, ich habe neulich wieder Harry Potter und die Kammer des Schreckens gesehen. Schöner Film. Ich finde es sehr schade, dass ja der Stil von Harry Potter verändert wurde von den Filmen. Das müssen die Schnappmauljäger sein. Ich bin im Auftrag des nahen Dorfes hier. Euer Abschussgebiet führt zu einem Grauhabichtproblem. Ja, andere haben aber auch Probleme. Wenn wir nicht genug Schnappmaulherzen bekommen, verlieren wir alles. Ich verstehe nicht. Ich habe mir Scherben für die Saat geliehen. Die Ernte war schlecht und jetzt... Soll ich's zurückzahlen? Wir könnten die Farm verlieren. Das Haus. Das tut mir wirklich leid. Aber die Grauhabichte greifen euretwegen Leute an. Nicht mein Problem. Keiner geht hier weg, bis ich habe, was ich will. Keiner von uns? Hast nicht gedacht, wir wären nur zu zweit, oder? Ich sag's mal ganz deutlich. Hört auf, nur für ein Teil Maschinen abzuschlachten und die Reste einfach liegen zu lassen. Ich sag's jetzt mal ganz deutlich. Kommt nicht in Frage. Also verschwinde. Es scheint, als kommen wir nicht weiter. Dann komm her. Na dann los. Ich hab gerade irgendwie Bock, ihn anzuzünden. So, du bist tot. Ihr seid wertlos. Noch nicht geschnallt oder was, Bitch? Oh krass, ich kann im Sprung auch schießen. Ich loote erstmal, ne? Nee, aber ohne Mist, weißt du, die jagen hier ohne Rücksicht auf Verluste nur zu ihrem eigenen Wohl und sind halt so richtig nach Motto Scheiß auf alle anderen. Weißt du, ihr gefährdet alle. Ja, und ist doch mir egal, mir geht's um mein Wohl. Ne? Also... Da fände ich einen Kompromiss jetzt auch absolut nicht vertretbar. Entweder verpissen sie sich oder gehen drauf. Und die haben gewählt, drauf zu gehen. Also absolut kein Problem damit, die alle abzuschießen. Narren. Das war zum Scheitern verurteilt. Ein Jammer. Mann, aber leckt jetzt weiß die Strafe. Ich, dass du zurechtkommst. Du hast alles gesehen? Na klar. Tarkas, die Sonne leuchte ihm. Er hat mich sehr viel gelehrt. Zuallererst, ein Habicht verlässt nie seine Drossel. Warte. Heißt das... Ich will für deine Mitgliedschaft bürgen. Wie klingt das? Maschinen jagen, Trophäen gewinnen, Assis absetzen. Ach, bin dabei. Ich komme in die Loge, sobald ich kann. Also wirklich, gerade in dieser Sequenz hier ging die Sprachausgabe gar nicht klar. Wo ist denn hier die Loge? Da.
Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Wer stimmt mir hier schon wieder zu? Ich habe in der Zwischenzeit mal eben ein bisschen Final Fantasy geschnitten und Assassin's Creed Origins mal in OBS eingepflegt. Ja, aber vor allem Videos jetzt nach und nach wegschneiden ist mal ganz wichtig, damit ich auch ein bisschen einen Überblick habe, was ich alles habe. Ne? Weil... Entschuldigung. Bis jetzt... Wo haben wir hier Kalender? Da. Bis jetzt steht Assassin's Creed Syndicate bis zum 17.03. drin. Witcher 1 steht jetzt bis zum 14.02. drin. Das geht ja auch noch bis zum 3. rein, weil ich das jetzt... Also, ginge theoretisch bis April, aber es geht bis zum 3. Weil ich die Frequenz erhöht habe. Dann... Ja, Final Fantasy 15, was ja ein Weilchen noch läuft jetzt und wo ich ja auch noch einige Folgen auf Vorrat habe. Jetzt nehme ich halt Horizon auf, weil alle anderen Projekte jetzt aufzunehmen hat eigentlich keinen Sinn. Weil ich davon halt so viele Folgen habe. Und ja, je nachdem, wie es so vorangeht mit den ganzen Folgen auf Vorrat, fange ich vielleicht noch ein Projekt an. Vielleicht tatsächlich endlich mal Drakensang zum Beispiel. Talana, immer eine Freude. Und die Kleine ist auch da. Sonnenhabicht, hiermit bürge ich für Aloy von den Nora zur Mitgliedschaft in der Loge. Nein. Ja, hallo, Sehe sie an. Sie ist nur eine Wilde. So tief kannst du nicht sinken, Talana. Sie hat die Anforderungen erfüllt. Und König Avad hat bestimmt, die Loge für alle zu öffnen. Möchtest du das mit ihm diskutieren? Das Wort des Sonnenkönigs ist Gesetz. Auch wenn es die Loge ruinieren wird. Also gut. Schwörst du, Aloy von den Nora, im Dienste der Jägerloge redlich und edel zu handeln, jetzt und immer da? Ich schwöre. Mitglieder der Loge, obwohl Takas Raum kalt ist, präsentiere ich euch Aloy von den Nora. Mitglied und Drossel, was sagt ihr da? Auf die Jagd! Für eine Fremde bürgen. Mach du weiter sinnlose Gesten. Ich suche Rotschlund. Mann, ist das ein Arschloch. Hey, Zersprengerwaffenkiste. Das ist ein guter Tag. Ich weiß, warum ich Assis hasse. Was ist mit dir? Meine Familie hatte immer Mitglieder in der Loge. Mein Vater und Bruder waren Habichte. Wegen Assis wird ihr Opfer vergessen. Welches Opfer? Sie starben bei Massaker. Man sollte sie als Habichte ehren. Stattdessen lässt Assis nicht zu, dass man es erwähnt. Wie kam es, dass deine Familie der Loge beitrat? Karja-Adlige schicken ihre Söhne seit Generationen in die Loge, um andere herumkommandieren zu können. Ich will das ändern. Diese Idee, dass jemand nur wegen seiner Herkunft mehr wert ist. Man stempelt mich ab, wenn mein Name fällt. Talana Khan Padish. Ich hasse das. Ich verstehe das. Ich war immer eine Ausgestoßene der Nora. Sie hätten als erstes gesagt, ich wäre keine von ihnen. Doch sobald ich das Heilige Land verlasse, nennen mich alle Aloy von den Nora. Besser wäre Aloy trotz der Nora. Das wusste ich nicht. Ich werde es mir merken. Was passierte beim Massaker? König Girans Paranoia war grenzenlos. Er ließ tausende Unschuldige im Sonnenring sterben. Die Habichte forderten ihn auf, das zu beenden.
Er warf sie ebenfalls in den Ring. Dort die Maschinen, die Verdammten angriffen, sprangen mehr Habichte zum Helfen in den Ring. Mein Vater und Bruder waren darunter. Das tut mir leid. Ne. Was passierte mit den Männern im Sonnenring? Sie starben im Kampf. Wenn du die Geschichte hören willst, lass sie Ligan erzählen. Er war selbst mit dabei, ich nicht. Am Tag des Massakers sollte ich mich mit meinem Vater außerhalb der Stadt treffen. Er sagte, dass sie eine Flucht planen. Ich wartete Stunden, bis eine Nachricht von meinem Vater kam. Ich musste die Stadt verlassen. Also floh ich, statt mit meinem Vater zu kämpfen. Er wollte nicht, dass du auch noch stirbst. Aber auch nicht, dass man alle vergisst. Schon gar nicht wegen des Mannes, der von ihrem Tod profitierte, Aziz. Also gilt es, Aziz alle zu machen. Er ist Rotschlund. Ein Donnerkiefer. Nur wenige haben ihn je gesehen. Es heißt, sein Körper sei von den Narben dutzender Kämpfer gezeichnet. Wie viele er schon vernichtet hat, werden wir nie erfahren. Wenn Mitglieder nicht mehr von der Jagd zurückkehren, geben wir oft Rotlund die Schuld. Für mich ist er mehr als eine Legende. Nur mit Rotschlund ließe sich Aziz absetzen. Mein Bürge war kurz davor, aber er hat's nicht geschafft. Tut mir leid. Tarkas war aus Loyalität zu meiner Familie mein Bürge. Er war die letzte Verbindung zu ihr, außer der Loge selbst. Ich muss Aziz absetzen. Ja, ich helfe dir dabei. Drossel. Du solltest deinen Ruf verbessern. Wie wäre es mit einem Donnerkiefer und Sturmvogel? Ich soll auf Trophäenjagd gehen? Du bist nicht nur Drossel. Du bist eine. Also lass mich gut dastehen. Was ist mit Rotschlund? Ich werde ihn finden. Wenn ich das tue, solltest du da sein. Also, dass es so hier rumleckt, das ist halt schon ein bisschen nervig, ne? Wenn sie mir was von Rotlund erzählt. Wir müssen Aziz setzen. Objekte. Okay. Munition. Zersprengerladung. Ah, für. Nee, hä? Für so eine Schleuder oder was? Nee, was ist das denn? Zersprenger. Druckluftstöße der Nahkampfwaffe. Mhm. Okay. Die tödlichste Beute. Erlange eine Sturmvogel-Trophäe und so eine andere Trophäe hier. Donnerkiefer, jawoll. Ja, komm, um den Donnerkiefer kümmern wir uns heute noch. Da kann ich ja jetzt schnell hinreisen. Und danach muss ich mich leider weiter daran machen, Folgen zu schneiden. Oh, ich hasse Schneiden. Und schlimmer ist, sobald ich die Folgen alle geschnitten habe, heißt das Thumbnails erstellen. Das ist ja noch schlimmer. Aber ich nehme auch bald wieder mal Minecraft auf. Da habe ich auch langsam wieder Bock drauf. Jo, wer seid denn hier? Zwei? Drei? Du bist der Donnerkiefer? Ja, sieht so aus. Kämpfen oder weglaufen.
Oh, das werde ich, glaube ich, nicht überleben. So, warum war ich jetzt auf Schock? Ich glaube, das ist ein Orbitallaser, den er da gerade hat. Sah zumindest aus wie eine orbitale Laserkanone. Ich muss ehrlich sagen, das macht ihm nicht schlechten Schaden. Okay, Schock mache ich halt gar nicht damit. Ui, lol! Der schießt durch. Abschießbar. Ich bin gerade hochkonzentriert, deswegen bin ich so still. Jäger! Taste. Volltreffer. Shit. Jawoll. Damit habe ich einen Donnerkiefer erledigt. Das Glück ist mir hold. Oh. Nee, shit. Ich bin voll. Inventar. Rohstoffe, kann ich hier irgendwas zerlegen oder so? Metallgefäß. So. Okay. Hier Feuerbrennwurzel. Kann ich eigentlich einen vollen Stack zerlegen. Okay. Rohstoffe, Inventar.
Rohstoffe sind schon wieder voll. Zünder. Hau ich eigentlich auch mal einen vollen Hunderter raus, ne? So, Rohstoffe. Kühlsaft. So, jetzt sollte ich alles nehmen können. Sehr schön. Gut. Och, komm, ey. Ah, das, was ich ihm da weggeschossen habe, sind die Scheibenwerfer. Alles klar. Ja, leider ist der eine Kaja-Bogenschütze hier draufgegangen. Ich glaube, der andere ist auch tot. Das tut mir natürlich ein bisschen leid. Aber hey, ich bin am Leben. Da liegt was. Tormented Geschenkstation. Splatter Central verschenkt Passcodes für Tormented 666. Unser heutiges Geschenk wird eingefleischten Tormented-Fans gefallen. Kostenlose Passcodes für eine exklusive Vorschau auf Tormented 666. Erlebe die neueste Fortsetzung des bahnbrechenden Splatter-Holo-Erlebnisses von Joe No One zusammen mit unserem Rezensententeam. Gerüchten zufolge wird 666 noch blutiger, also hol dir einen der 66 kostenlosen Pässe in Duo Splatter-Holo. Ich will mehr Splatter, kreischt und Daten beschädigt. Gut, dann speichern wir mal Manuel. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch mal wieder ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.